Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem weiteren Update-Video. Und es ist nur ganz kurz, aber ich wusste es, ich muss es einfach breitschlagen, aber ich wusste es, wie ihr sehen könnt. Da ist es der Edit Warbase Modus, wie ich es euch gesagt habe. Ja. Und ja, so ist es und so bleibt es. Es wird keine Funktion geben, ein Dorf zu speichern, sondern es wird einfach die Funktion geben, dass ihr eure Warbase, das heißt eure Base, die auf der Kriegskarte angezeigt wird, verändern könnt. Das heißt, ihr könnt dort umstellen und die Basis, die ihr drüben habt, drüben bei euch hier, ne? Bei dir normalen Dorf und so, da, ja, die kannst du auch ganz neu verändern, sind unabhängig voneinander und nein, die wird kein Gold produzieren und nein, das macht alles gar keinen, nein. Also kein, ne? Alles klärchen? Gut. Ich denke, das haben wir alle verstanden und jetzt was ganz Interessantes. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber wenn ihr jetzt mal hier auf dieses Bild achtet, das ist ja das eigentliche Bild, was sie gepostet haben, beziehungsweise das Bild mit weiter unten und seht ihr, was dieser Kerl hat? Der hat 11er Mauern, 8er Verteidigung, 12er Verteidigung und Rathaus 9. Bei dem läuft. Ja, würde ich sagen. So, und ihr seid wieder gefragt, ihr wisst, wie es läuft. Facebook, Twitter auch und ansonsten, sobald ich mehr weiß, mache ich vielleicht ein Video. Macht's gut.